Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es um meinen Lesemonat Juli. Doch bevor wir damit anfangen können, muss ich euch wie immer erzählen, dass das hier eine Dauerwerbesendung ist, einfach weil ich euch Bücher zeige, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet. Da steht das auch nochmal. Und ich werde euch natürlich alle Bücher, die ich euch heute zeige, sofern ich sie finde, unten in der Infobox verlinken, damit ihr sie dann auch ganz leicht wiederfinden könnt. Ja. Ich würde euch erstmal alle Bücher zeigen, die neu dazugekommen sind. Es hält sich tatsächlich mal einigermaßen in Grenzen. Wird schon so 6, 7 Stück oder 8. Naja, sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall sind es noch unter 10 geblieben. Und dann kommen wir dann auch zu den Büchern, die ich gelesen habe und auch zu den Hörbüchern, die dazugekommen sind, beziehungsweise die ich im Juli gehört habe. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, meine Mutter hat ein bisschen Bücher aussortiert zu Hause und zwei habe ich mir davon ausgesucht. Und zwar einmal Robin Hood, weil ich finde, so ein Klassiker geht natürlich immer und darf im Bücherregal auch nicht fehlen. Ich lese ja auch hin und wieder ganz gerne mal Klassiker und ich glaube, hier muss ich auch gar nicht so viel zur Geschichte erzählen. Mal gucken, wann ich dazu greifen werde. Ist auch gar nicht so dick. Ja, das nächste Buch ist Kapitän Karpfanger. Ein Buch über Schifffahrt, weil ich dachte, naja, wenn ich schon nichts über Piraten irgendwie bekomme, beziehungsweise bisher noch nicht, dann zumindest was über die Schifffahrt. Und das klang halt auch so ganz interessant vom Klappentext her. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich euch das verlinken kann. Das scheint schon ein bisschen älter zu sein, das Buch. Und ja, wenn ich es aber finde, dann werde ich es euch natürlich unten verlinken. Ja, dann habe ich mir gebraucht ein Buch gekauft. Ich weiß nicht mehr, ob das bei Medimops oder Rebuy war. Auf jeden Fall ist mir das so oft über den Weg gelaufen. Und dann dachte ich, okay, jetzt holst du dir das auch. Das wird ja auch relativ gehypt. Ich habe so ein bisschen Angst, ob mir das dann auch gefallen wird, aber so vom Klappentext hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und zwar von W.E. Schwab, das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, oder wie man sie ausspricht. Und ja, da soll es eigentlich um ja, Eddie LaRue gehen, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Und sie verspricht sich dadurch ewige Freiheit und Jugend. Doch niemand, den sie trifft, wird sich an sie erinnern. Und es spielt wohl in Frankreich 1714 und hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an, finde ich. Und soll ja auch richtig gut sein. Ich hoffe, dass dem so ist. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich es gelesen habe. Und schreibt mir doch auch mal gerne, wie ihr es fandet, falls ihr es schon gelesen habt. Dann habe ich mir ein Buch geholt, da wurde ich selber geinfluenced, sage ich mal, hoch. Und zwar habe ich das bei der lieben Lisa von Gedankenlabor gesehen. Und zwar hatte sie irgendeinen Tag aufgenommen. Ich weiß nicht mehr genau welchen. Auf jeden Fall ging es darum, den schönsten ersten Satz irgendwie vorzulesen. Und das hat sie getan und der war aus diesem Buch hier, denn der geht über mehrere Seiten. Aber der war sehr beeindruckend, wie ich fand. Und dann habe ich mir das Buch auch geholt. Und zwar Findungen von Maria Popova. Ich kann noch gar nicht so genau sagen, worum es hier geht. Auf jeden Fall werden hier verschiedene Denkerinnen aus der Wissenschaft, Kunst und Literatur porträtiert. Und im Mittelpunkt stehen Visionärinnen, die unsere Gesellschaft für immer verändert haben. Ja, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Sie hat auf jeden Fall sehr davon geschwärmt und dadurch, dass ich schon mal eine Buchempfehlung hatte, die ich mir geholt habe und die ich dann ebenfalls so gut fand oder gefunden habe, ich muss gerade gucken, wo das Buch steht, der ganze Himmel war das, dachte ich, hole ich mir das auch. Und es gab es auch eben gebraucht bei, naja, ist auch egal, Medimops oder Rebuy. Ja, dann hatte ich mir ein Buch vorbestellt. Die, die mir hier vielleicht schon länger folgen oder meine Videos länger verfolgen, wissen, dass ich Der Orden des Geheimen Baumes sehr, sehr gerne gelesen habe und mochte. Und jetzt ist tatsächlich ein Prequel dazu erschienen, sprich die Vorgeschichte, soweit ich das verstanden habe.
Der erste Band zu der Vorgeschichte ist jetzt auch erschienen und der zweite erscheint, glaube ich, im August oder September. Habe ich auf jeden Fall auch schon vorbestellt. Und zwar Das Kloster des geheimen Baumes, die Thronfolgerin. Und es ist auch wieder sehr, sehr schön aufgemacht, wie ich finde. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, da weiterzulesen oder damit anzufangen vielmehr, denn im Orden des Geheimen Baumes gab es nämlich auch Piraten und mal gucken, ob das hier auch so der Fall sein wird. Und ich mochte halt auch total gerne, wie die Drachen dort dargestellt wurden. Deswegen freue ich mich ja auch schon sehr drauf und müsste es eigentlich bald anfangen. Ja, aber mal gucken, wenn ich dazu greife. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was dazu sagen wollte. So, zwei Bücher habe ich noch, die ja im Juli einziehen durften. Und zwar war auch natürlich, oder was heißt natürlich, ein Stephen King dabei, der mich sehr angesprochen hat, und zwar Revival. Und auch in dieser coolen Ausgabe, wo man quasi hier nochmal so einen Schutz für den Buchschnitt hat, da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ein oder zwei. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte, was so aufgemacht ist. Ich überlege gerade, worum es hier ging. Ich meine, dass es auch irgendwie. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Glaube, Unheil, Abkehr, Sucht, Wissbegier, Besessenheit, Tod und Jenseits. Über den kleinen Jamie legt sich ein Schatten, den er sein Leben lang nicht loswerden soll. Er wird immer mehr in die dämonischen Versuche eines vom Glauben abgefallenen Predigers verstrickt. Und dann steht das finale Experiment an. Ja, das hat mich sehr angesprochen, weil gerade wenn es um so ja, fanatische, gläubige Menschen geht, das kann schon immer ja, sehr ausarten, sage ich mal so. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich habe mir auch noch keine Rezension hierzu angeguckt. Und ja, wenn ihr das aber schon kennt, dann auch gerne her mit eurer Meinung. Das würde mich sehr interessieren. Aktuell lese ich gerade Später von Stephen King. Das ist für seine Verhältnisse mal ein dünneres Buch. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ich bin halt auch gerade am Überlegen, ob ich damit mal aufhören sollte, seine Bücher als Hörbuch zu hören. Weil ich finde, als Hörbuch geht teilweise doch einiges verloren. Und jetzt, wo ich mal wieder ein Stephen King richtig lese, habe ich das Gefühl, dass es mir viel besser gefällt als die Hörbuchvarianten. Kann aber auch am Titel an sich oder am Buch an sich liegen. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber ich denke, ich werde versuchen, ihn wieder mehr zu lesen als zu hören, weil aktuell höre ich ihn mehr. Dazu kommen wir aber auch gleich, was ich von ihm noch gehört hatte. Deswegen, ja, werde ich, glaube ich, mehr wieder zur schriftlichen Variante greifen, nicht zur, ja, akustischen sozusagen. Ja, das war das Buch und das letzte Buch, was in diesem Monat einziehen durfte. Deswegen sage ich, für meine Verhältnisse hat sich das mal sehr in Grenzen gehalten. Aber ich habe es ja auch versucht, wobei ich wollte eigentlich auch nur fünf holen und es sind doch mehr geworden. Aber na gut, das eine oder andere habe ich auch geschenkt bekommen, beziehungsweise gefunden. Denn das nächste Buch habe ich nämlich im Tauschregal bei uns entdeckt. Und zwar der dritte Band der Interview mit einem Vampir-Reihe von Anne Rice, die Königin der Verdammten. Ich finde die Ausgabe jetzt nicht sonderlich schön, aber Interview mit einem Vampir mag ich total gerne. Habe den zweiten Band, wo ich gerade den Titel vergessen habe, auch schon auf meinem Sub liegen. Und das ist jetzt eben der dritte. Und da dachte ich, na gut, denn wenn ich irgendwann den zweiten lese und der mir so gut gefällt und es hier dann weitergeht, dass ich den dann schon mal griffbereit habe. Eventuell tausche ich die Ausgabe nochmal aus, je nachdem, wie gut mir da die Bücher gefallen werden oder die Folgebände. Aber ich denke mal, dass die auch ziemlich gut sind. Und ja, deswegen habe ich mich trotzdem gefreut, diese Ausgabe gefunden zu haben, auch wenn sie nicht so hübsch ist und mit Knicken und so. Aber es geht eigentlich ein bisschen vergilbt. Naja. Für so ein Tauschregalbuch ist das in Ordnung. Und ja, mal gucken, wann ich da weiterlese. Ich denke mal, im Herbst würde sich das anbieten. Ich glaube, im zweiten Band geht es auch hauptsächlich um Lestat. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und freue mich schon, da weiterzulesen. Ja, dann kommen wir zu den Büchern, die ich im ja,
Juli gelesen habe. Ich muss sagen, mich hatte so ein bisschen die Leseflaute erwischt, auch wenn ich eigentlich jemand bin, der sagt, Leseflauten gibt es nicht, es gibt nur schlechte Bücher. Aber trotz guten Büchern hatte ich irgendwie einfach nicht so viel Lust zu lesen. Dementsprechend sind es auch nur in Anführungsstrichen 5 Bücher geworden, die ich gelesen habe. Was natürlich auch völlig okay ist, sonst kommt ja auch nicht auf die Menge irgendwie an, aber trotzdem musste ich mich immer so ein bisschen zwingen zum Lesen. Und ja, das erste Buch, das ich gelesen habe, kann ich euch leider gar nicht zeigen, weil ich einfach so enttäuscht davon war, dass ich schon direkt weitergegeben habe. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal in einem anderen Video angesprochen hatte. Ich glaube schon im letzteren. Ja, es geht auf jeden Fall um Babel. Das wurde ja auch sehr gehypt. Und es geht auch um Sprachen, um Rassismus, um die Kolonialisierung. Ich finde das Wort immer ein bisschen schwierig. Deswegen, es waren schon interessante Thematiken mit da drinne. Es hatte auch so einen leichten Fantasy-Effekt oder so ein, ja, hatte auch so sein eigenes Magiesystem, welches ich aber überhaupt nicht verstanden habe irgendwie, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Das Einzige, was mich beruhigt hatte, ist, dass ich auf TikTok, hatte ich da auch schon drüber gesprochen, und da gab es auch einige, die geschrieben haben, dass sie es abgebrochen haben, dass sie auch enttäuscht waren. Also es ist wohl nicht nur meine Meinung, aber es gab natürlich auch sehr viele, die das Buch sehr gemocht hatten, denn ja, es wurde ja sehr viel gezeigt und gehypt und ich hatte es mir extra mit dem schönen Farbschnitt geholt, aber ich glaube, es hat im Endeffekt nur 2 Sterne von mir bekommen. Es geht um einen Waisenjungen. Das Setting oder der Plot ist so ähnlich, fand ich, gewesen wie bei Harry Potter sozusagen. Es wurde damit auch verglichen, völlig unberechtigterweise leider. Aber gut, es ist eine ähnliche Ausgangssituation. Also es ging um einen Waisenjungen, dessen Eltern sind gestorben. Er konnte gerettet werden, ist nicht an dieser Krankheit gestorben, wo die Eltern eben dran gestorben sind. Wurde dann von einem Mann aufgenommen, der ihn mit nach England genommen hat und ihn dort großgezogen hat und eben auch unterrichtet hat in Sprachen und allem. Und dieser Junge kam aus. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall konnte er halt Mandarin sprechen, Chinesisch. Es tut mir leid, wenn ich das nicht mehr so ganz richtig auf dem Schirm habe. Und das ist für die Story an sich besonders wichtig, weil es halt sehr um Sprachen geht und dieses Magiesystem ist halt auch mit Sprachen quasi, ja, verbunden. Man muss, ja, ich überlege gerade, wie ich das erklären kann. Ja, fangen einfach erstmal weiter. Also wurde da halt aufgenommen von diesem Professor, wird unterrichtet und kam dann irgendwann nach Babel, eine Universität in Oxford, wo er eben weiter Sprachen studieren soll und dann auch dort das erste Mal in seinem Leben Freunde hat. Also schon so ein bisschen Harry Potter-mäßig, so ein Waisenjunge, der, ja, wobei seine Kindheit jetzt nicht so schlimm war, wobei, ja, teilweise. Und hat dann eben in dieser Schule das erste Mal Freunde gefunden. Ja, und studiert dann dort weiter Sprachen. Was ich so ganz interessant fand, war diese sprachlichen Aspekte, in der eben zum Beispiel auch gab es so Diskussionen, dass, ja, ich sag mal, die Autoren, Schrägstrich, Schriftsteller, die wahren Künstler sind und nicht die Übersetzer. Allerdings wurde das da anders erklärt, dass ein Übersetzer ja nicht nur einfach nur übersetzen muss, sondern es gibt ja, wenn man, je nachdem aus welcher Sprache man etwas in die eigene Übersetzung muss man sozusagen, kann man ja manche Wörter gar nicht richtig übersetzen. Und das heißt, der Übersetzer hat einen viel schwierigeren Job als der Schriftsteller, weil er quasi das wieder in der eigenen Sprache erfassen muss, was versucht hat, der Dichter rüberzubringen, in seinen eigenen Worten, wenn es genau das Wort zum Beispiel nicht gab. So diese Darstellung fand ich ganz interessant. Es ist dann aber auch gleich am Anfang in Babel etwas passiert, was ich nicht nachvollziehen konnte, weil er ist jetzt in dieser neuen Schule oder Uni, sage ich mal, und fühlt sich dort total wohl, kriegt Freunde, studiert da, hat Spaß und alles ist schön und dann lernt er jemanden kennen, der ihn so ein bisschen auf die schiefe Bahn bringt und das geht er sofort direkt bereitwillig ein. Das fand ich schon mal so ein bisschen unnachvollziehbar.
Und ja, das ganze Magiesystem habe ich dann nicht verstanden. Es war sehr langatmig, es war nicht fesselnd. Und auch das Ende, fand ich, hat es nicht rausgehauen. Ganz im Gegenteil, ich habe so ab der Hälfte dann nur noch überflogen, muss ich gestehen, oder nur noch so überlesen. Und das Ende, fand ich, hat den Buch nochmal quasi, ja, ein, zwei Sterne nochmal Abzug gegeben, weil das wirklich doof war, fand ich. Sind auch kleiner Spoiler, wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt, wenn ihr das jetzt auch noch auf eurem Sub liegen habt oder so, dann spult mal ein paar Minütchen weiter oder zum nächsten Titel. Müsst ihr ja Zeitstempel eingepflegt haben. Am Ende sind halt sehr, 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 sehr viele gestorben und das finde ich dann immer so sinnlos, eine Geschichte zu erzählen, wenn am Ende eh alle tot sind, so nach dem Motto. Ja, hat mir nicht gefallen. Belassen wir es dabei. Ich habe es auch nicht mehr und ja, ich wollte es mögen, aber leider war das nicht so. Kommen wir einfach zum nächsten Buch, das ich gelesen habe, denn das hat mir überaus gut gefallen und zwar Wie man einen Prinzen tötet. Das war auch eine Empfehlung von euch und das hat mich irgendwie auch direkt angesprochen, auch so vom Cover her und von der Story natürlich und dann hatte ich es mir geholt und natürlich auch gelesen. Mittlerweile und ja, ich denke, das könnte ein Jahreshighlight sein oder eins meiner Jahreshighlights, weil das so viel Witz hatte, genau meinen Humor getroffen hat. Das hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Es hat auf jeden Fall 5 Sterne bekommen. Naja, was auch sonst, wenn es ein Highlight wird. Und es ist ein Märchen, kann man sagen, aber eins, was den Gebrüder Grimm das Fürchten lehren würde. Ich finde die Bezeichnung recht passend, weil sehr viele Elemente aus verschiedenen Märchen aufgegriffen wurden. Aber es ist zum Glück in Anführungsstrichen nicht märchenhaft geschrieben, weil ich das nicht immer so gerne mag. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es geht hier um die junge Mara. Die hat zwei Schwestern. Die erstere wurde, beziehungsweise beide wurden an einem bestimmten Prinzen verheiratet nacheinander. Und sie hatte dann so ein bisschen Angst, dass ihr dasselbe Schicksal droht. Denn der Prinz scheint nicht so gut mit seinen Prinzessinnen, sage ich mal, oder mit seinen Bräuten umzugehen. Der hat so sadistische Anwandlungen, die hier aber nicht ins Detail gehen und auch nicht beschrieben werden. Aber sie bekommt das dann halt mit und möchte halt ihre Schwester retten, befreien oder eben auch verhindern, dass sie da vielleicht die Nächste ist, die da an den verheiratet wird. Und so macht sie sich quasi auf eine Reise, um zu versuchen, diesen Prinzen eben zu töten. Was nur halt gar nicht so einfach ist. Zum einen ist sie halt eine junge Frau, die vielleicht das nicht so gut hinbekommt. Zum anderen würde sie ihr Land in Unheil stürzen, weil diese Ehe eingegangen ist, damit dort Frieden herrscht. Und deswegen hat sie da nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwie anders zu lösen und muss ihn halt töten. Dann gab es hier in diesem Buch sogenannte Staubfrauen. Das sind Frauen, die auf Friedhöfen wandeln, so eine Art Hexen, die auch mit Toten reden können und so ein bisschen Magie können. Gibt es verschiedene, gibt es so eine Art Kräuterhexen oder halt, die ja mit Geistern reden können und so. Und so zu so einer wendet sie sich, weil sie halt Hilfe braucht, diesen Prinzen zu töten und bekommt von ihr erstmal drei unlösbare Aufgaben, die sie vielleicht dann aber doch irgendwie schafft zu lösen. Die fand ich sehr cool. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil das auch so märchenhaft einfach ist, so wie sonst immer die Prinzen irgendwie Aufgaben bewältigen müssen, um die Prinzessin zu bekommen. Es ist halt hier so ein bisschen andersrum, nur dass sie dann halt Hilfe bekommt, diesen Prinzen eben zu töten. Diese Staubfrau fand ich auch richtig, richtig cool von ihrer, ja, von der Persönlichkeit her. Sie hat immer einen Huhn dabei gehabt, das von einem Dämon besessen ist. Und das hat mich so ein bisschen an das Wandelnde Schloss von Diana Wynne Jones erinnert. So diese Art von Humor findet man hier drin zu finden, das finde ich das. Und ja, diese Staubfrau hatte quasi so einen riesen Zauberstab wie Gandalf, sage ich mal. Und da oben drauf hat immer dieses Huhn gehockt, das von einem Dämon besessen ist. Und ja, es beginnt dann quasi eine abenteuerliche Reise für Mara. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das Ende war gut. Es gab auch quasi gute und böse Feen, die, das kennt man ja von, ich sag mal, Dornröschen, die bei der Geburt ja verflucht wurde und sowas in der Richtung gibt es hier halt auch. Und ja,
Fand ich sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Ich glaube, das würde ich sogar auch nochmal lesen, weil ich das cool fand. Es gab auch einen Skeletthund, das hat mich so ein bisschen an Nightmare Before Christmas erinnert. Also ich hatte hier so lauter Elemente drin, die ich irgendwie mochte und die mir Spaß gemacht haben. Ja, und da ich dann so im Märchen-Prinzessinnen-Modus war, habe ich daraufhin die Prinzessinnen von Christian Endres gelesen, Fünf gegen die Finsternis. Ja, das war ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht so aus den Socken gerissen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob ich dem 3 oder 4 Sterne gegeben hatte. Es war schon auf jeden Fall ganz gut. Nur, ich hatte dann im Nachhinein auch noch Rezensionen gelesen hierüber, weil ich wissen wollte, wie andere das fanden. Und da fand ich eine Beschreibung sehr passend. Es ist so, als ob diese Prinzessinnen nur die Nebenquests in einem Game erfüllen und nicht die Hauptstory spielen. Denn dieses Buch hat überhaupt keinen roten Faden, wie ich finde. Man weiß die ganze Zeit nicht, worauf läuft das hinaus, warum tun sie das, was sie tun. Sie kommen von einem Schlamassel ins nächste, von einer Aufgabe in die nächste. Aber es gibt jetzt keine gefühlt Hauptstory, immer nur so kleine Nebenquests irgendwie. Deswegen, das war schon sehr passend von der Beschreibung. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Nichtsdestotrotz war es nicht schlecht. Die Charaktere waren ganz cool. Und es gab noch so einen Punkt, der mich gestört hat, aber dazu gleich mehr. Also, es geht hier um, ich überlege gerade, wie sie heißt. Habe schon wieder vergessen. Steht denn der Name? Steht hier gar nicht. Ah, doch, Navila. Es geht um Navila. Sie ist eine Prinzessin, die ständig entführt wird und gerettet werden muss und wurde dann des Letzteren von diesen, ja, da war gerade der Speicher voll. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht zu viel erzähle, aber machen wir einfach weiter. Ja, Navila wurde dann eben von besagten Prinzessinnen gerettet, die vorher auch ganz normale Prinzessinnen waren, aber ihrem Leben entfliehen wollten und zu so einer Art Söldnerinnen bzw. Kämpferinnen geworden sind und eben anderen Prinzessinnen helfen oder die retten, um eben Geld zu verdienen oder sowas in der Richtung. Und Navila, als sie von denen gerettet wurde, hat gesehen, oh, es gibt ja noch andere Möglichkeiten zu leben und ich möchte mich gerne diesen Leuten anschließen, denn ich habe keine Lust, eine Prinzessin zu sein und ständig entführt zu werden oder an irgendwelchen blöden Männern verheiratet zu werden. Ja, also schließt sie sich dann denen an und wird dann auch so zur Kämpferin ausgebildet. Und ja, das ist es quasi dann auch schon fast gewesen. Und dann kommen sie von einem Schlamassel ins nächste, kämpfen gegen Oger, müssen andere Prinzessinnen retten und lauter solche Sachen. Und das ist halt so der Punkt, wo man jetzt auch quasi keine weiterführende Hauptstory hat, wo man sagen kann, es geht dann da und darum, sie müssen den und den bekämpfen oder so. Nein, es sind immer so kleine Sachen, kleine einzelne Kämpfe und hat halt nicht wirklich einen roten Faden. Deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich den zweiten Band lesen möchte, der entweder schon erschienen ist oder bald erscheint. Ich bin mir gerade unsicher, weil man dadurch, dass man hier jetzt keine so eine Hauptstory hat, die einen durch das Buch führt, gar nicht so einen Anreiz auch hat, das weiterzulesen. Zumindest geht es mir so. Ein anderer Punkt, der mich hier gestört hat, ist so ein bisschen die Sprache gewesen, denn die waren die ganze Zeit nur am Fluchen, hatten aber immer nur ein Wort benutzt, womit sie fluchen. Ich sage jetzt mal so das F-Wort und dann war das so unkreativ, fand ich, weil es immer nur dieses Wort war und die hatten nicht verschiedene Ausdrücke, sondern immer nur dieses eine. Das hat mich irgendwie auch so ein bisschen blöd gemacht. Und ich mag das halt generell nicht so sehr, dieses Umgangssprachliche. Vom Schreibstil war das völlig in Ordnung. Aber ja, der Autor hat wahrscheinlich versucht darzustellen, dass sie möglichst derb und vulgär und rau und so weiter sind. Aber ich finde, das hätte man irgendwie auch anders machen können oder noch mit anderen Flüchen oder vielleicht auch zeitgemäßer als da, finde ich. Oder was hätte besser in die Zeit passen können. Aber ja, das war nur meine Meinung. Ich glaube, ja, ich bin mir gerade unsicher, 3 oder 4 Sterne hat es trotzdem bekommen, weil die Charaktere ganz cool waren. Aber es hat mich leider nicht ja, vom Hocker gehauen, sage ich mal so. Dann hatte ich, ja, wie ich schon gesagt hatte, ja, ein bisschen eine Leseflaute und ich dachte, ein Thriller könnte mich da vielleicht so ein bisschen rausholen.
Und es hat auch geklappt. Das habe ich innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet. Die Haushälterin von Joy Fielding. Es ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als ich es mir vorgestellt bzw. als ich gedacht hatte. Aber ich fand es echt richtig gut und es hatte auch 4 Sterne bekommen. Hier geht es um Judy. Sie ist verheiratet und hat, glaube ich, 2 Kinder und muss sich parallel noch um ihre Mutter ein bisschen kümmern, denn die hat Parkinson und ihr Vater kümmert sich zwar drum, aber sie versucht immer so ein bisschen zu unterstützen. Und eines Tages kommen sie halt auf die Idee, noch eine Haushälterin einzustellen, die eben ihren Vater unterstützt und dass sie einfach mehr Zeit hat für ihre Familie. Ihr Mann ist Schriftsteller und genau. Was hier so ein bisschen im Mittelpunkt des Buches steht, ist gar nicht unbedingt so die Haushälterin, sondern eher so das Leben um oder mit oder über Judy, denn sie hat immer das Problem, dass ihr Vater sie nicht richtig anerkennt, dass ihre Schwester immer im Mittelpunkt steht und das Lieblingskind ist. Ihr Mann ist die ganze Zeit auch nur am Meckern und sie versucht es die ganze Zeit jedem recht zu machen, aber bekommt nie Anerkennung für das alles, was sie tut. Und dann gibt es da auch so das ein oder andere Eheproblem seitens des Mannes und aus ihrer Seite, was so die Treue angeht. Das ist so ein bisschen so eher so die Hauptgeschichte, sage ich mal. Und nebenbei geht es eben um diese Haushälterin, die dort eingestellt wird und halt nicht nur Gutes im Schilde führt und sich da so ein bisschen einschleicht. Inwiefern müsst ihr dann halt selber lesen. Da würde ich sonst zu viel spoilern, aber so durch diesen Schreibstil, auch wenn es hauptsächlich um Judy ging und ihr Leben und ihr Privatleben, wie sie versucht, es allen recht zu machen und so weiter, und gar nicht so viele Thriller-Elemente hier drin waren, wie ich fand, war es trotzdem sehr mitreißend und fesselnd geschrieben, sodass es wirklich ein Page-Turner für mich war und man dann trotzdem halt auch wissen wollte, was führt die Haushälterin da überhaupt im Schilde. Es war schon so ein bisschen vorhersehbar, es war jetzt auch keine neue Erfindung von so einer Geschichte. Sowas in der Art kennt man eigentlich auch schon, zumindest ich. Nichtsdestotrotz hat es mir sehr gut gefallen und hat Spaß gemacht zu lesen. Und innerhalb von 2 Tagen hatte ich es auch durchgehabt, weil ich es eben so durchgesuchtet hatte. Ja, das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist so ein kleines Reklamheftchen, 100 Seiten von Stephen King, weil ich dachte, das schaffe ich vielleicht noch, um es euch zu zeigen und nochmal ein Buch mehr zu haben. Und dadurch, dass ich ja Stephen King aktuell ja recht viel lese und auch ziemlich mag, dachte ich, lese ich auch das darüber. Ich hatte das hier auch schon ein Buch über die Gilmore Girls von gelesen. Das hatte mir auch sehr gut gefallen, weil es da auch so viele Listen gab und ja, so Auflistungen, was Rory alles so gelesen hat und sowas, fand ich ganz cool. Das gab es hier jetzt nicht, so eine Auflistung. Hier wurde quasi Stephen King so ein bisschen auseinandergenommen, allerdings von einem Stephen King-Fan, das heißt im positiven Sinne. Was ist Kunst? Kann Horror eine Form von Kunst sein? Ist das Kunst, was Stephen King macht und was ihn so ausmacht, was er so schreibt, dann ist es eigentlich ganz schön aufgemacht, weil wir haben immer mal wieder auch hier Bilder drin, denn es wurde auch über die Verfilmungen gesprochen von seinen Büchern und dann haben wir hier immer so diese Filmplakate quasi ab und zu mal drin oder auch Buchcover, deswegen das fand ich schon schön gemacht. Es geht halt um seine Werke, um Bücher, die von ihm verfilmt wurden, welche Verfilmungen von ihm haben am meisten eingebracht. Also eine kleine Übersicht über Stephen King kann man auf jeden Fall mal so lesen zwischendurch. Ja, und ich werde mir wahrscheinlich auch noch mehr von diesen Büchern anschaffen, weil mir gar nicht bewusst war, dass es diese Reklamheftchen zu richtig vielen verschiedenen Themen gibt. Und da werde ich wahrscheinlich mal im nächsten Monat ein bisschen stöbern. Die Hörbücher, genau. Jetzt wollte ich quasi schon fast das Video beenden, aber ich habe ja hier immer meinen schlauen Zettel liegen und da stehen noch die Hörbücher drauf. Ich habe endlich zu Ende gehört Tommyknockers von Stephen King. Das hatte mir auch richtig gut gefallen. Ich glaube, ich hatte dem 4 Sterne gegeben. Es war wieder ein sehr umfangreiches Buch, was auf so einer Sage von diesen Tommyknockers ja, beruht, sage ich mal. Und man weiß halt die ganze Zeit nicht, was ist das? Sind das irgendwelche Wesen? Sind das Aliens? Sind das was auch immer? Müsst ihr dann auch selber lesen, was das ist.
Es geht um so einen Ort, um verschiedene Personen. Es geht um eine Frau, die alleine mit ihrem Hund im Wald lebt und dann so eine Entdeckung macht, wodurch sich so das Leben aller Menschen in der Stadt ändert. Man merkt auch, dass so eine Veränderung mit den Menschen dort durchgeht, dass sie sich vom Äußeren verändern, als auch so von ihren Handlungen, dass sie quasi zum, in Anführungsstrichen, intelligenter werden, weil sie es schaffen, Dinge zu bauen, was sie vorher halt nicht gebaut haben. Also es geht halt in diesem Ort einfach irgendetwas vor sich und manche sind dafür anfälliger, damit aufgegriffen zu werden und sich zu verändern, um es mal so zu sagen. Dort wird es das Werden genannt, andere nicht, weil sie so ein bisschen sich aus bestimmten Gründen mehr abschotten können. Und ja, das Ganze spitzt sich dann natürlich in einem fulminanten Finale dann zu und war stellenweise auch echt eklig. Also das war schon ein bisschen ekliger, so für Stephen King fand ich. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht zu hören und ja, kann ich weiterempfehlen. Nur ich kann da gar nicht so viel drüber reden, weil ich sonst spoilern würde. Ja, aber wir haben auch wieder in typischer Stephen King-Manier viele, viele Charakter, die sehr tiefgründig beschrieben werden, in die man sich dann auch gut reinversetzen kann. Und jeder hat da auch so seine eigene Story und dann natürlich auch im Endeffekt, was die alle miteinander zu tun haben. Dann habe ich gehört, Ready Player 2, weil mir hatte ja Ready Player 1 so richtig, richtig gut gefallen. Ready Player 2 leider gar nicht, denn es ist einfach nur ein Aufwasch des ersten Teils. Weil man kann sich den zweiten Teil wirklich sparen. Das Einzige, was ich mochte, weshalb es auch noch 2 Sterne bekommen hat, war, dass es wieder so, ich sag mal so, ja, Popkultur aufgreift, die man, also da war es hauptsächlich so, Animes wurden aufgegriffen und auch noch andere Sachen, so wie im ersten Teil, ja, verschiedene alte Spiele und Star Wars und verschiedene Thematiken, von denen man eben Fan sein könnte, ist im zweiten Teil auch so, dass so solche Thematiken aufgegriffen wurden. Das mochte ich auch wieder sehr gerne, aber von der Story her war es quasi einfach so wie das erste. Es gab wieder eine Suche, wo man etwas finden musste, diesmal um die Welt zu retten oder um die Menschen zu retten, damit nicht alle sterben. Und was mich am meisten gestört hatte, war tatsächlich das Ende. Nehmen wir es mal hin, dass der zweite Teil so ist wie der erste. Wenn einem der erste sehr gut gefallen hat, muss es ja nicht schlecht sein. Aber das Ende war einfach so kitschig, so überzogen, so, nee, das war, und es war auch so langgezogen. Und ich dachte, warte, jetzt reicht's aber mal hier und alles so übermäßig Friede, Freude, Eierkuchen und dann noch so sehr abgedreht. Nee, das hat mir leider gar nicht gefallen. Also den zweiten Teil kann ich nicht empfehlen, leider, auch wenn ich mich sehr darauf gefreut hatte und es dann auch endlich hören wollte, was ich ja auch getan habe, aber war leider nichts. Und dann kam ein neues Hörbuch wieder dazu. Und zwar hatte ich im letzten oder vorletzten Monat 101 Essays, die dein Leben verändern, gehört und hatte von der Autorin mir noch ein Hörbuch geholt, und zwar The Mountain Is You. Habe ich noch nicht angefangen, kann ich noch nichts von erzählen, aber wahrscheinlich auch wieder so Selbstfindungssachen, um es mal so zu sagen. Das höre ich oder lese ich ja ab und zu mal ganz gerne. Ja, das war es jetzt auch zu den Büchern, was ich euch so erzählen wollte. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr eins der Bücher gelesen habt oder ob ihr eine andere Meinung zu den Büchern hattet, wenn ihr sie auch gelesen habt. Es würde mich sehr interessieren. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut.